Über das Tonliche und Spieltechnische hinaus müssen auch alle Bestands- und Funktionsteile des Flügels aufeinander abgestimmt sein. Sei es in der Form, in der Funktion oder im Glanz. Na, wie geht's? Das freut mich. Hallo, mein Lieber. Der Arbeitsplatz eines Fertigmachers. Jede Menge Werkzeug, jede Menge Kleinarbeit, jede Menge Detailarbeit. Hier wird das, was als Qualitätsprodukt rausgehen soll, auf das i-Tüpfelchen nachbereitet, nochmal nachgeschaut, kontrolliert. Rund 500 Arbeitsstunden, 200 Mitarbeiter, 20 Kontrollen in verschiedenen Schritten haben zu dem geführt, was wir jetzt hier sehen. Hier wird also gerade ein Instrument, welches zusammengestellt worden ist, von den Teilen fertig gemacht für den Versand. Wir sind jetzt sicher, dass hier etwas entstanden ist, wo wir eine nachhaltige Gewährleistung und Garantie zugeben können und wo wir mit Fug und Recht sagen können, dieses Produkt trägt den Namen Bechstein. Bechstein hat eine Grundverpflichtung. Diese Grundverpflichtung heißt, nicht nur dem wirtschaftlichen Prozess Rechnung zu tragen, sondern ganz klar auch dem kulturellen, so viel Aufmerksamkeit zu widmen und so viel Förderung zu widmen wie möglich. Bechstein-Zentren und auch die Bechstein-Partnerhändler haben eine gleiche Philosophie. Neben der Präsentation des Produkts in einem besten Zustand und einer Auswahlmöglichkeit, den Bereich Kultur von der musikalischen Früherziehung bis zum Meister hin mit zu fördern, mit zu begleiten, dieses Spektrum Musik in der Erfahrung mit anzubieten. Unsere Aufgabe ist es sicherlich ganz deutlich, für dieses Musikinstrument die Interessenlage oder die Anzahl der Interessenten deutlich noch zu erhöhen. Wir sind also, wenn Sie so wollen, eine Art kleiner Kulturbotschafter, neben dem Bereich, dass wir uns wirtschaftlich auch gut darstellen müssen. Hier in dem Bereich finden wir jetzt das fertige Instrument in allen möglichen Facetten, Ausführungen, Farben, Stilrichtungen. Das Instrument wird hier nochmal tonlich verprüft, denn wir haben hier akustische Gegebenheiten, die wir jeweils steuern können auf kleinere oder größere Räume. Wir haben Möglichkeiten, hier unter einer anderen Atmosphäre das Instrument nochmal zu checken. Und checken heißt in dem Falle verprüfen, ausprobieren, verfeinern, nochmal zu justieren. Das sehen wir nicht als zusätzliche Belastung, sondern wir sehen das als Notwendigkeit, denn wir wollen Dauerhaftigkeit und Begeisterung. Die letzte Stufe, das Instrument wird versandt, verpackt, geht in die Welt hinaus, hat einen begeisterten neuen Freund gefunden. Das bietet viele Offerten für Freude und das auf Jahrzehnte. Dieses Produkt Zufriedenheit und Begeisterung auslöst. Tja, meine Damen und Herren, wir haben gemeinschaftlich einen Rundgang gemacht durch die Herstellung bei Bechstein, Klaviere, Flügel. Viele Hände, viele Tätigkeiten, vieles Abwägen an Materialien, vieles Verarbeiten in unterschiedlicher Form hat stattgefunden und im Endeffekt ist aus diesem Ensemble aus Materialien ein kleines Kunsthandwerk geworden, was Ihnen etwas gibt. Ton, Musik, Gefühl, Musikalität oder auch Seele. Dankeschön. Wiederschauen. Und die Vision, die wir haben, heißt für die nächsten 10 bis 20 Jahre, dass Bechstein neben der Popularität, die wir heute
im Allgemeinen in Deutschland genießen, auch gerade im Exportbereich, noch mal deutlich zulegen können und dementsprechend das Unternehmen sehr sicher in eine fruchtbare Zukunft führen können. Lieferungen sind eingetaktet, Container laufen. Keine Probleme, auch keine Lieferschwierigkeiten. Besseres kann uns im Augenblick nicht passieren.